Schön, dass du wieder hier bist. Heute geht es um ein ganz besonderes Thema und zwar um die Flirt-App Tinder und warum es nahezu unmöglich ist, auf dieser Plattform deinen Traumpartner zu finden. Zuallererst möchte ich einsteigen mit der Ursache dafür, warum sich Menschen bei Tinder anmelden. Der Punkt ist in der Regel einer der beiden Faktoren. Entweder man sucht nach körperlicher Nähe, sprich nach Sex, oder man sehnt sich nach etwas Festem, nach etwas Langfristigem, nach einer Beziehung oder eventuell sogar nach der Liebe deines Lebens. Jetzt ist es natürlich folgendermaßen, dass es relativ schwierig ist, innerhalb von 0,4 Sekunden oder wie lange wir uns jeweils ein Foto anschauen, zu entscheiden, wie viel Potenzial die Beziehung zu dieser Person haben könnte. Natürlich wird der eine oder andere jetzt einwenden, ja, theoretisch schon, aber das Auge isst ja mit. Oder Attraktivität ist ja ein Faktor. Oder man kommt aufgrund des Aussehens erstmal in Kontakt und der Charakter entscheidet dann, wer zusammenbleibt. Und sämtliche dieser Argumente sind natürlich vollkommen valide und in sich schlüssig. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Dennoch, wenn wir das ganze Thema Liebe auf einer tieferen Ebene beleuchten, ist mir eine Sache in den letzten Jahren bewusst geworden, die ich hier an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte. Und zwar, lieben wir nicht das, was wir schön finden, sondern wir finden das schön, was wir lieben. Lass das sacken, denk da mal ein, zwei Tage drüber nach, denn da steckt sehr viel drin. Und es war auch für mich eine lange Zeit, die ich gebraucht habe, um das zu erkennen. Denn in der Vergangenheit war es bei mir so, dass ich quasi mehr oder weniger so Checklisten hatte, die eine Person haben muss. Und ich dachte mir, ja, wenn diese Person, in dem Fall eine Frau, diese Checkliste, diese Kriterien erfüllt, dann kommt sie in Frage, vielleicht für eine Beziehung. Anhand dieser Kriterien, das waren zum Beispiel, sie sollte so und so aussehen, das waren aber auch Faktoren wie, sie sollte intelligent sein, spontan sein, sportlich sein und so weiter und so fort. Anhand dieser Kriterien dachte ich, okay, wenn eine Frau diese Kriterien erfüllt, dann kann ich sie lieben, dann passt es, dann hat das Potenzial. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es in Bezug auf Liebe etwas anders funktioniert. Es gibt offensichtlich keine Kausalität. Ich habe Frauen kennengelernt, die sämtliche Kriterien meiner imaginären Checkliste quasi erfüllt haben, aber der Funke ist nicht übergesprungen, die Chemie hat nicht gestimmt, ich habe sie nicht geliebt. Auf der anderen Seite war es so, dass ich auf einmal mich verliebt habe in Frauen, wo die Checkliste eigentlich gar nicht gepasst hat. Und das ist ja auch was, was wir immer wieder hören im Freundeskreis. Sowas wie, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, er ist eigentlich gar nicht mein Typ. Oder, ich weiß auch nicht, eigentlich rein optisch stehe ich gar nicht auf Frauen wie sie, aber es passt perfekt und sie ist die Liebe meines Lebens. So oder so ähnlich hören wir das immer öfter und das ist etwas, was mich erinnert hat an das Buch Der kleine Prinz. Da steht sinngemäß drin, man sieht nur mit dem Herzen gut, denn das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Die Augen sind aber der primäre Teil, auf Grundlage dessen wir bei Tinder unseren zukünftigen potenziellen Partner aussuchen. Das heißt, wir verlassen uns hier auf eine Instanz in uns, auf den Sehnerv, der offensichtlich gar nicht dafür verantwortlich ist, wie gut es zwischen Menschen passen kann. Höchstwahrscheinlich, wenn du bei Tinder angemeldet bist, hast du schon etliche Menschen aus Versehen weitergeswiped, weil sie optisch nicht zu dir passten, obwohl es vielleicht Potenzial gehabt hätte für die intensivste Beziehung, die du vielleicht jemals in deinem Leben gehabt hast. Und höchstwahrscheinlich hast du dieselbe Erfahrung auch umgekehrt gehabt, dass da Personen waren, wo du optisch dachtest oder anhand von Beruf oder ähnlichem, wow, das könnte super passen. Und nachdem ihr euch getroffen habt, war es irgendwie leer. Es passierte nichts. Es war tot.
Und das führt mich zu demselben Punkt, beziehungsweise zu dem nächsten Punkt, warum es so schwierig ist, bei Tinder wirklich deinen Traumpartner kennenzulernen. Der nächste Punkt ist nämlich gerade diese Intention deiner Anmeldung. Sprich, wenn du beispielsweise Sex oder deinen Traumpartner suchst, ist dafür verantwortlich, warum die Wahrscheinlichkeit, dass du ihn dort findest, oftmals gen Null geht. Denn Liebe ist etwas, was erfahrungsgemäß am einfachsten, am nachhaltigsten und am harmonischsten dann entsteht, wenn wir mit uns selbst im Reinen sind. In dem Moment, wo wir selbst im Mangel leben und glauben, ich brauche unbedingt Sex, ich brauche unbedingt einen Partner, damit ich glücklich bin, mich vollständig fühle, nicht mehr alleine bin und so weiter. In dem Moment kompensieren wir in der Regel unsere Einsamkeit. Und das können wir machen, das fühlt sich kurzzeitig gut an, aber diese Kompensation von einem Mangel in uns ist so ziemlich das Gegenteil von dem, was wir Liebe nennen. Liebe wiederum ist aber so ziemlich die Basis für jede Beziehung, die wir haben wollen. Das heißt, wir haben dann ein unglaublich krasses Paradox. Denn solange wie du dich anmeldest, weil du unbedingt was finden willst, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du eine potenzielle Beziehung aus einem Mangel heraus startest. Andersrum ist es so, dass wenn du mit dir selbst alleine mega im Reinen bist, total entspannt bist, total cool bist, die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist, dass du dich auf so einer Flirt-Plattform anmelden wirst. Das heißt im Umkehrschluss natürlich, dass genau solche Flirt-Plattformen eine Art Sammelsurium sind von Menschen, die auf eine gewisse Art und Weise eventuell, das, ne, sind alles Tendenzen, das ist nicht zwangsläufig immer so, aber auf eine gewisse Art und Weise needy sind, bedürftig sind, nicht mit sich zufrieden sind. Und das wiederum führt natürlich auch zu genau diesen Ergebnissen, die wir immer und überall wieder hören. Sprich, da laufen nur Psychos rum oder nur, ich will es gar nicht aussprechen, aber wenn du dieses Video bis hierhin gesehen hast, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du ähnliche Erfahrungen gemacht hast und weißt, wovon ich spreche. Das heißt, wie schaffst du es jetzt trotzdem, den Menschen zu finden, der zu dir passt? Mein Ratschlag Nummer 1 wäre, nimm die Zeit, die du bisher für Tinder investiert hast, weg und investier diese Zeit in dich selbst. Und zwar in Form von wertschätzenden Tätigkeiten, in Form von Zeit für dich selbst zu nehmen, in Form von Meditation, in Form von Achtsamkeit etc. Und ich weiß, wenn du aufgrund von Tinder oder der Partnersuche hier auf dieses Video gekommen bist, wirst du dir jetzt denken, was soll das jetzt? Wo ist der Zusammenhang? So, was soll ich davon haben? Ich suche einen Partner, was soll ich meditieren? Der Punkt ist genau der Ansatz, über den wir eben gesprochen haben. Du musst zuerst mit dir im Reinen sein, um die Basis zu haben, um den richtigen Nährboden zu haben, überhaupt eine gesunde, nachhaltige und langfristige Beziehung auf liebevoller Basis führen zu können. Solange das nicht ist, ist deine Beziehung mehr Kompensation als Liebe und damit nicht unbedingt das ideale Pflaster für eine langfristige harmonische Beziehung. In dem Moment, wo du dir Zeit für dich selbst nimmst, anstatt für Tinder und Co. und anfängst, dich selbst zu akzeptieren, zu lieben, wie du bist, vielleicht reflektierst über deine aktuelle Situation, dich vielleicht selber fragst, hey, warum bin ich eigentlich hier? Was mache ich hier? Was möchte ich eigentlich wirklich? Was sind meine Werte? Wenn du dir Zeit nimmst, dich besser kennenzulernen und anfängst, selbst mit dir zufrieden zu sein und dich zu lieben, dann wirst du merken, dass das Ganze auf einmal wie ein Mindswitch ist. Du wirst auf einmal feststellen, dass du von rechts und links Zuneigung bekommst vom anderen Geschlecht, ohne dass du dich noch anstrengen musst, ohne dass du noch etwas dafür tun musst, denn du wirkst nicht mehr needy oder bedürftig, weil du mit dir selbst cool bist. Und du wirst diesen Effekt wahrscheinlich sogar kennen. Eventuell kennst du das, dass du Single bist, dich unglaublich nach einer Beziehung sehnst und
es passiert nichts. Keiner scheint sich für dich zu interessieren. Und irgendwann ist es so, dass du wen gefunden hast nach einiger Zeit. Jetzt bist du in einer Beziehung und auf einmal kommen alle an. Du bekommst Anfragen von rechts und links. Alte Freunde melden sich wieder bei dir und sagen: Hey, wollen wir uns nicht mal wieder treffen? Und ohne Ende Interesse besteht an deiner Person. Das ist genau dieser Effekt, der zustande kommt auf dieser Grundlage. Denn in dem Moment, wo du auf einmal wen hast, wirkst du nicht mehr bedürftig. Du wirkst nicht mehr needy auf andere, sondern du wirkst so, als wärst du cool mit dir selbst, weil du das Verlangen danach nicht mehr ausstrahlst, unbedingt wen für dein Glück zu brauchen, weil du in dem Fall wen hast. Auch wenn das nicht die wahre Ebene ist, auf der sie sein sollte, es wirkt trotzdem auf andere. Und eventuell kannst du dir auf dieser Grundlage vorstellen, wie effektiv das Ganze ist, wenn du es jetzt schaffst, wirklich mit dir ins Reine zu kommen. Und wie das funktioniert, dafür habe ich ein komplettes Coaching entwickelt. Du findest den Link dazu hier unter diesem Video und in dem ersten Kommentar. Klick da drauf, schau dir das an, trag dich ins Formular rein. Und dann rufe ich dich an, wir beide telefonieren, sehen, ob wir dir helfen können, wenn ja, wie wir dir helfen können, besprechen alles Weitere und dann finden wir jemanden, der wirklich Interesse an dir hat und nicht nur an dem, was du vorgibst zu sein, sondern der dich sieht als das, was du wirklich bist und dich auch genau dafür liebt. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da, abonnier den Kanal. Bis dahin, ich wünsche dir nur das Beste. Adios.